Ja, hi liebe Leute, vielen Dank, dass ihr wieder reinschaut und damit ein herzliches Willkommen zurück zum mittlerweile 11. Teil der Reihe des deutschen Forschungsbaums der Tierstufen 8 bis 10 und gemäß eurer Abstimmung von vor einigen Wochen, ja, soll es jetzt hier mit der Reihe zum E100 weitergehen und deswegen steht hier der Tiger 2 in unserer neuen, / alten Garage auch schon zum Ausfahren bereit. Also vielen Dank für eure Teilnahme von vor wenigen Wochen, hatte mich wirklich sehr gefreut. Und natürlich komme ich nicht drum herum zu erwähnen, tut mir leid, dass es wieder etwas länger gedauert hatte. Wenn ihr wüsstet, ich würde liebend gerne etwas mehr Zeit für diese Videos aufbringen, aber manchmal ist das einfach nicht möglich. Ich hatte noch vor dem letzten großen Update begonnen, den 11. Teil aufzunehmen, aber es nicht geschafft, ja, vor der neuen Saison ihn auch online zu stellen, ihn fertig zu bearbeiten. Und kurzerhand musste ich ihn einfach dann nochmal neu aufnehmen oder was ich jetzt hier in dem Moment ja gerade tue. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid und auch nochmal ein riesen Dank an alle alten Hasen, die mit dabei geblieben sind und auch an alle neuen Abonnenten, die in den letzten Wochen dazugekommen sind. Das hatte mich wirklich riesig gefreut. Vielen, vielen lieben Dank und ja, ich würde sagen, der Tiger 2 steht hier schon zum Ausfahren bereit und dann springen wir einfach mal wie immer in die kleine Präsentation rein. Schauen uns dazu mal ganz kurz, wie immer, wie üblich, ja, ich hatte gerade noch eine Runde mit der Maus gefahren. Ja, den Forschungsbaum an, aktuell die Stufe 7 oder bis zur Stufe 7 haben wir hier ordentlich viele Rabatte, also es lohnt sich. Zumindest die da überlegen, den deutschen Forschungsbaum aktuell zu grinden. Ja, die unteren Tierstufen mit 30% Rabatt ist ja immerhin schon etwas anzufangen zu grinden. Und wie wir sehen hier über den Tiger 1, kommen wir dann zum Tiger 2 oder aber, falls wir vorher nochmal die Abkürzung oder einen anderen Weg über die Mediums genommen haben, können wir dann hier beim Panther auch nochmal sagen, Mensch, Tiger 2 und E100, habe ich mehr Bock drauf. Und ja, der Tiger 2, steigen wir einfach mal direkt in die Werte ein. Wie immer der Hinweis, nachfolgend unbereinigte Werte, also Kommandantenfähigkeiten und Zubehörmodule schon einberechnet. Drei Schütze haben wir zur Auswahl, es lohnt sich meiner Meinung nach schon, entschuldigt bitte, ja, die größere freizuschalten, denn auf der haben wir naturgemäß die höchste Durchschlagskraft und mit Beginn der Stufe 8 spielen wir ja gegen Stufe 9 und gegen Stufe 10. Da möchte man meiner Meinung nach schon die bestmöglichste Durchschlagskraft dann auch haben. 8,02 Schuss die Minute habe ich hier auf meiner Ausbaustufe. Eine sehr gute Genauigkeit für einen Heavy von 0,26 Meter die Sekunde, von 0,26 Meter auf 100 Meter. Einen mittleren Schaden von 320 Trefferpunkten. Ja, die Durchschlagskraft von 225 mm. Klar, wissen wir alle, gegen Stufe 8 und ganz zu schweigen von Stufe 9 und gegen Stufe 10 sind 225 mm auch nicht die Rede wert. Ja, aber man kommt damit irgendwie so zurecht. AP, APCR, HE sind unsere Granatentypen und 42 ja, Mumpeln passen in unsere Munitionskiste rein. Bei den Türmen zwei zur Verfügung, machen einen kleinen Sprung von 1600 Trefferpunkten auf 1700 Trefferpunkten. Bei den Motoren machen wir einen recht großen Sprung, 200 PS mehr. Mit dem größten Motor macht sich, wie ihr seht, allerdings nicht in der Geschwindigkeit vorwärts und rückwärts bemerkbar, sondern dann halt nur in den Beschleunigungswerten, aber das ist ja auch schon mal was. Für einen Heavy 41,8 km vorwärts, 13,2 km rückwärts, zumindest hier, wie gesagt, in meiner Ausbaustufe. Beim Fahrgestell machen wir auch einen kleinen Satz nach vorne, 2 Grad mehr in der Wanddrehgeschwindigkeit und ja, beim größten Funkgerätmodul 755,79 Meter Funkreichweite. Direkt weiter zu den Zubehörmodulen. Ich spiele meine Heavys immer gerne mit der verbesserten Optik. Wobei ich gerade sagen muss, beim Tiger 2 Stufe 8 bin ich mir nicht ganz sicher, ob das die beste Wahl ist. Aber eben auf der Maus oder auf dem E100 habe ich sie schon drauf. Denn ja, beide spiele ich naturgemäß eher in erster Linie und dort ein bisschen Sichtweite anzubieten, um auch den Unterstützungsschaden mit einzustecken. Ja, führt meistens wirklich zu guten Runden. Wie gesagt, aber hier beim Tiger 2 bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das die optimalste Lösung ist. Bin dann hier noch auf den verbesserten Nachlader gegangen, die verbesserte Lüftung und habe ein bisschen mehr, ja, in der Höchstgeschwindigkeit das Antriebssystem eingebaut. Auf Gunhandling bin ich jetzt hier nicht gegangen, weil ich eigentlich so schon finde, dass die, ja, Granaten oder das Gunhandling
schon recht gut ist beim Tiger 2. Verbrauchsmaterialien klassisch, klar, die kleine Ersatzteilkiste, der Handfeuerlöscher und die kleine Mullbinde habe ich dabei. 36 AP habe ich hier raufgemacht und 6 HE. Die HE mit einer recht guten Durchschlagskraft von 60 mm, 420 Trefferpunkte, wenn wir denn durchschlagen. Also ja, recht ordentlich. Und ja, ich würde sagen, gehen wir direkt, hier haben wir alles, gehen wir direkt zum Kommandanten über. Auch hier, das ist sicherlich nicht die optimalste Variante. Hab den Tiger 2 auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber klar, wie immer, sechster Sinn, geborener Anführer. Bin nochmal auf schnelle Nachladen gegangen. Dann den Meister am Bremshebel um die Wanddrehgeschwindigkeit, um noch ein bisschen flexibler zu sein. Das schnelle Zielen, also die Geschützdrehgeschwindigkeit, Turmdrehgeschwindigkeit. Hier nochmal die Weitsicht verbessert. Intensivkurswartung für die Kettenreparaturgeschwindigkeit. Bin dann hier nochmal auf die Genauigkeit gegangen, obwohl das natürlich ja, auch schon fragwürdig ist, ob man das unbedingt installieren müsste beim Tiger 2. Und hier nochmal die Genauigkeit beim Drehen des Turms. Ja, gehen wir direkt weiter auf die Panzerung. Die Panzerung natürlich beim Tiger 2, ich sag mal, stufenübergreifend oder auf der Stufe 8 Tech-Tree übergreifend, so wird richtig gesagt, ist jetzt schon eine der, ja, ich würde sagen, unter den Top 5, die wir eben auf der Stufe 8 haben bei den Heavys. 245 mm hier frontal, die Platte, die ist auch nicht recht groß, also man muss schon erstmal ordentlich zielen und ja, eine gute Genauigkeit haben, dass man die auch trifft. Und 245 mm, stellen wir uns nun mal den E100 oder die Maus vor, beide haben eine Durchschlagskraft von 246 mm, also wir sehen schon mal zumindest frontal gegen einige Stufe 10, Stufe 9, Stufe 8 Panzer, können wir hier einige abhalten. Ganz doll drauf verlassen natürlich sollte man sich nicht, aber man kann die frontale Platte schon mal anbieten. 185 mm hier irgendwo drin in der Kanone, nicht weiter der Rede wert. Dann ja, die Oberwanne, mit der sich gut arbeiten lässt, 160 mm nominal und ja, da sie jetzt hier in einem guten Winkel auch noch ist, haben wir bestimmt auch Werte zwischen 230, 240 mm. Ja, mit der lässt sich wirklich gut arbeiten, kann ich nur empfehlen, sie recht aggressiv beim Spielen anzubieten. Und ja, hier oben 150 mm, die Kommandantenluke klar. Ein Weakpoint, keine Frage, den gilt es so gut, es geht zu verstecken oder eben den Turm zu drehen. Ja, hier kleine Flecken von 140 mm ringsherum um den Turm und dann die 120 mm um den Turm insgesamt herum. Keine Frage, ist an sich eine Schwachstelle für ein Heavy. Die Besonderheit beim Tiger 2 ist eben das Turmdesign. Wenn man frontal zu einem Gegner steht, ja, sollte man den Turm eben nicht anwinkeln, also völlig anders als beim E100 und als bei der Maus. Beim Tiger 2 ist es die Empfehlung, einfach den Turm gerade zu lassen, also zum Gegner gerichtet. Und deswegen, wie man hier sieht, hat man dann auch die guten, ja, die guten Winkel, die effektive Panzerung dann eben sehr gut erhöhen. Sobald der Gegner dann seitlicher steht, ja, wird es natürlich einfacher, den Turm zu durchschlagen. Aber eben beim Tiger 2 sollte man sich angewöhnen, den Turm möglichst immer gerade ausgerichtet zum Gegner zu lassen. Die Unterwanne 100 mm, keine Frage, klassischer Weak Point und da muss schon der Winkel sehr, sehr spitz sein und die Durchschlagskraft des Gegners sehr, sehr gering, dass man die, ja, dass man da einen Bouncer hat. Und ja, die 80 mm hier bei der Wanne oder beim Fahrgestell sind natürlich für die ein oder anderen Häuserecken schon gut zu gebrauchen, also zum Thema Sidescrapen. Kann man sehr gut anbieten. Klar, gegen Stufe 9, Stufe 10 wird es dann schon etwas schwieriger. Aber ja, ist auch ganz, ganz brauchbar. Alle anderen Werte, die jetzt hier kommen, sind natürlich klare Weak Points und eigentlich nicht mehr weiter der Rede wert. Gehen wir direkt rüber über die, ja, auf die detaillierten Werte. Recht hohe Brandwahrscheinlichkeit von 16%. Also auch eine gute Frage, ob man da vielleicht nochmal investiert in Perks für die Brandwahrscheinlichkeit, um die zu reduzieren. Wir haben eine Nachladezeit von 7,48 Sekunden und ja, mittleren Schaden pro Minute von 2566 Trefferpunkten. Okay, kein guter Wert, ein okayer Wert. Bei den maximalen Granatengeschwindigkeiten haben wir wirklich sehr gute Werte.
Über 1000 Meter die Sekunde auf allen Granatentypen, 1375 auf der APCR, also fast schon Leopard 1 Niveau. Und selbst die HE fliegt genauso schnell wie die Standard-AP mit 1100 Metern die Sekunde. Also wirklich gute Werte, was das Vorhalten und genaue Zielen eigentlich ganz praktikabel macht mit dem Tiger 2. Und so würde ich sagen, haben wir einen kurzen Rundumblick über den Tiger 2 gemacht oder auf den Tiger 2 erhalten. Ist ein wirklich guter Heavy auf der Stufe 8, würde ich sagen. Da war natürlich gegen Stufe 9 und gegen Stufe 10 spielen mit dem Tiger 2. Das wird man auch recht schnell merken. Ist man dann schon manchmal recht gern gesehen mit Kanonenfutter. Wenn man eben aber gegen Stufe 8 spielt, also quasi Top-Tier im eigenen Gefecht ist, glänzt der Tiger 2 in meinen Augen schon sehr. Kann man ihn wirklich gut einsetzen, gut aggressiv spielen. Und ja, sobald es dann gegen Stufe 9, gegen Stufe 10 geht, sollte man ihn etwas passiver spielen, in meinen Augen. Er macht eine Menge Spaß und ist ja zugegebenermaßen auch ein Panzer, der ja quasi einen legendären Status hat im Spiel selbst. Und ich würde sagen, wir sprengen dann einfach mal in hoffentlich zwei, drei gute Runden rein. Und ich bin gespannt, was der Matchmaker ausspuckt und würde sagen, bis gleich im Gefecht. Ja, los geht's hier auf dem versteckten Dorf. Oder im versteckten Dorf, besser gesagt, gegen Stufe 8. Also, wir sind Top-Tier. Gute Voraussetzung also für eine eigentlich gute Runde, die es werden könnte. Zwei gegnerische Artis sind dabei. Klar, auf die müssen wir ein bisschen aufpassen. Und aber ich bin zuversichtlich, dass das hier was werden könnte. Und wir fahren mal hier nach oben, um auch ein bisschen die Unterwanne verstecken zu können, eventuell. Und schauen wir mal, was wir reißen können. Ja, interessante Aufteilung der Gegner hier. Die kommen tatsächlich eher unten übers Tal. Okay. Ja, also der Unterstützungsschaden-Counter, eben weil wir auch die Sichtweite ein bisschen anbieten können, hat hier gut mit dir gemacht. Würde ich sagen,
Eine recht gute Runde zum Aufwärmen für den Tiger 2 und das ist auch tatsächlich das, was ich dann doch so liebe, wenn man eben Top-Tier auf Stufe 8 ist mit dem Tiger 2. Man ist ja ziemlich gut dabei. Das Blatt wendet sich total schnell, wenn man dann wirklich gegen Stufe 10 spielt. Ich glaube, das wisst ihr auch alle. Da macht es mit dem Tiger 2 dann nicht mehr so wirklich viel Spaß. Aber gegen Stufe 8, ja, kann man wirklich gute Runden haben. Das ist jetzt sicherlich keine hervorragende Runde. Also es sind auch wesentlich bessere Runden mit dem Tiger 2 möglich. Aber in diesem Rahmen, ja, würde ich sagen, sind das annehmbare Ergebnisse, die man mit dem Tiger 2 haben kann. Wo es auch Spaß macht und wo ein bisschen Silber ab oder hängen bleibt. Und ja, bin ich ganz zufrieden mit. 777 Unterstützungsschaden, auch ein bisschen was abgewehrt. Und ja. Ich würde sagen, springen wir direkt mal weiter ins nächste. Ja, weiter geht's hier auf Pilsen natürlich. Eine gute Karte für einen Heavy. Und so langsam geht's aufwärts im Matchmaker. Jetzt gegen Stufe 9 im Top-Tier. Und ja, würde sagen, könnte was werden. Schauen wir mal, was wir hier reißen können. Ja, der gegnerische Löwe dort, der macht es ganz gut. Steht Hull down, versteckt seine Unterwanne. Das wird schwer. Ja, also gegen Stufe 8, gegen Stufe 9 macht die Panzerung schon was her. Immer dann, wenn man auch die Unterwanne gut versteckt. Hier beim Löwen haben wir natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten. Kommen wir nicht ganz so gut ran. Muss jetzt hier ein bisschen aufpassen auf den 50 TP. Können ihn aber zum Glück rausnehmen. Ja, wird jetzt hier recht eng. Eine recht enge Angelegenheit. Werde jetzt hier mal auf HE laden. Nee, doch nicht. Der Löwe haut ab. Das ist natürlich ärgerlich jetzt hier von dem. Von dem Leid geklippt zu werden.
Ja, nochmal gut gegangen. Gleich mal bedanken. Ja, ich hätte jetzt noch gedacht, dass ich an die Superhelfer drankomme. Aber leider nicht. Ja, und Andreas Silva 2000 in seinem Objekt 257 nimmt uns hier raus. Leider hatte ich viel zu viele Hitpoints an den Light verloren. Sonst wäre das vielleicht nochmal ein bisschen spannender geworden gegen das Objekt. Aber ja, solche Runden gibt's auch. Vom abgewehrten Schaden bin ich mal ganz zufrieden, dass man auch mal sehen konnte, der Tiger 2, der kann schon ein bisschen was abprallen und wird seiner Klasse als Heavy gegen die richtigen Tierstufen dann schon gerecht, hin und wieder mal. Ja, 2607 Schaden ausgeteilt. Bin ich ganz zufrieden mit. Natürlich leider eine Niederlage. Aber ja, solche Runden gibt es auch. Und dann würde ich sagen, springen wir noch einmal in die nächste Runde. Und eine letzte Runde. Ja, weiter geht's auf Lakeville. Das Matchmaker Glück bleibt an meiner Seite. Keine Arti, das ist schon mal toll. Und gegen Stufe 8, also wir sind wieder Top-Tier. Ja, sehr gut. Möchte ich mich nicht beklagen. Ist ja auch, wenn man so will, das idealste Matchup für einen Stufe 8-Panzer, dass er eben gegen Stufe 8 spielt. Ja, schauen wir mal, was wir hier reißen können. Ja, könnt ihr gut mit der Gandhi-Person arbeiten und ist eine gute Position für den Tiger 2. Es sei denn, der Ladeschütze wird rausgenommen. Okay, alles noch drin. Einmal durchatmen. Weiter geht's. Guter Schuss hier von unserem Teamkollegen. Ja, ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, ob wir hier riskieren sollten, den Bisonte rausnehmen, aber wahrscheinlich schon wäre die richtige Entscheidung, nehme ich an. Ich kann jetzt hier meinen Schuss leider nicht anbringen. Ja, den auch nicht. Wir haben jetzt ein dickes Loch.
it was at this moment he knew he messed up. Ja, ist natürlich dann doch die Niederlage geworden. Auf jeden Fall ein klassisches Beispiel dafür, dass man dann, ja, dass man die falsche oder dass ich die falsche Entscheidung getroffen hatte. Kurz vor Erreichen der gegnerischen Basis hatte ich wirklich überlegt, ob ich herumdrehe. Dann hier nochmal einen Blick zurückgeworfen auf die beiden Heavys, die wir da zu stehen hatten. Aber es wäre wohl besser gewesen, nochmal umzudrehen, mich für die falsche, Möglichkeit entschieden, dann auch noch quergestellt zu einem T29 und letzten Endes dann verloren. Verdientermaßen falsche Entscheidung, auch wenn es eine einigermaßen gute Runde war vom ausgeteilten Schaden. Aber ja, so geht's auch und ich würde sagen, mit einer Niederlage geht es ja nicht, dass ich hier diese Präsentation beende, also noch eine Runde hinterher. Ja, weiter geht's auf Vardy, auch ein sehr anspruchsvolles Matchup, hauptsächlich gegen Stufe 8, ein bisschen Stufe 7 und ein, zwei Stufe 6 sind dabei. Aber ja, von den Gegnertypen her nicht zu unterschätzen, auch wenn keine Arti mit dabei ist. Den gegnerischen Knight schon mal aufgemacht, sehr schön, ihn am Vordringen gehindert. Auch immer recht wichtig. Ja, nochmal Glück gehabt hier. Keine Frage. Muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Sehr gut. Ist jetzt sehr wichtig gewesen, dass der Centurion da rausgeht. Ich muss aber wirklich sagen, wenn ich es schaffe, hier gerade in diese Position zu kommen mit einem Heavy, am liebsten mit einem Heavy, dann ist das immer sehr schön. Denn ja, das bringt die Gegner teilweise wirklich zum Verzweifeln, denn man schießt hier nicht viel mehr außer in Häuser hinein. Und man sorgt für den Spotting-Schaden, also für die Sichtweite, wie man oben sieht am Unterstützungsschaden-Counter. So. Und vielleicht kriegen wir jetzt den T29 noch raus. Mal gucken, er dreht sich. Nee, leider nicht. Aber nicht schlimm, hier oben haben wir den Sturmtiger P, natürlich auch sehr gefährlich. Jetzt ist ein Blindshot, klar. Hab ja dieses Zielinformationssystem nicht installiert, sehe also nicht, wie er steht.
Weg rankomme, ohne die Gefahr zu laufen, auf den Sturmtiger zu treffen. Ja, funktioniert sehr schön. Und der Sturmtiger, glaube ich, war es gewesen, der bounced an der Oberwanne. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Und er bounced erneut. Sehr schön. Und jetzt ist es auch nur noch der Sturmtiger, der drin ist. Vielleicht... Nee, leider nicht. Ja, und eine gute Runde. Genauso spiele ich ihn, oder spiele ich den Heavy auf Vardy am liebsten auch mit einer Maus. Beispielsweise fahre ich genau in diese kleinen, in diese kleine Dörfchen da gerne rein. War auch dann sehr froh, dass ich da unter in diesem Tal recht ja, konfrontationslos durchgekommen war. Denn einmal dort angekommen und insofern man auch die Sichtweite ein bisschen gut ausgebaut hat, hält man die Gegner gut offen. Die meisten Gegner schießen Hull down, also von oben herab auf die Unterwanne teilweise. Und von oben auf eine Unterwanne, die ja auch schon nach innen hinweg angewinkelt ist, ist es auch sehr, sehr schwer, die dann zu durchschlagen. Und ja, gegen Stufe 8 im Top-Tier dann quasi ein Geschenk. Und auch die Teamkollegen haben hier gut mitgewirkt. 1822 Unterstützungsschaden, 3141 ausgeteilt, 4640 abgewehrt. Also für eine Tiger 2 in meinen Augen, für meine Fähigkeiten, ein Idealmatch. Und auch wenn es hier nur für die zweite Klasse gereicht hat, aber 85% wieder ein bisschen hochgekommen, wäre jetzt hier die zweite Gunmark. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, der Tiger 2 auf der Stufe 8, auf seiner Tierstufe, sicherlich ein wirklich guter Heavy, den man gut anbieten kann, auch für sein Team, also dass man ihn in der ersten Reihe spielt, gegen Stufe 9, ja, wird es dann etwas schwieriger natürlich und gegen Stufe 10, keine Frage. Weiß ich auch nicht, was man da machen soll, aber diese Probleme, die kennt ihr sicherlich alle auch. Ich meine, wir haben alle schon mal in Stufe 8 gegen Stufe 10 spielen müssen und ohne große Worte dazu zu verlieren, ich glaube, da wissen wir alle Bescheid, was das für Gefechte sind. Und ich persönlich aber finde, auf dem Weg zum E100 ist der Tiger 2 eine willkommene Abwechslung. Der E75 legt ja dann nochmal eine ordentliche Schippe rauf und mit denen geht es dann in der nächsten Runde weiter, worauf ich mich natürlich auch sehr freue. Muss zugeben, hatte in letzter Zeit ein bisschen Schwierigkeiten mit dem E75, aber denke mal, mit ein bisschen Übung komme ich da auch wieder rein. Im Grunde genommen ist er ja wirklich ein sehr, sehr guter Heavy. Und ich bedanke mich für das Reinschauen und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann beim 12. Teil wieder mit dabei seid. Ich will nicht zu viel versprechen, aber natürlich versuche ich, die nächsten Teile wieder etwas zügiger nachzuliefern und würde mich dann wieder außerordentlich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Also, ich wünsche euch eine angenehme Woche. Falls wir uns nicht mehr hören, sehen, schreiben sollten, schon mal vorab ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Station.